Stimmt, aber Milan Čačić bleibt auch in angespannten Situationen ein freundlicher Mann und gibt den jungen Spielern eine Chance, wie dem 22-jährigen Manuel Schäffler, der sonst ein Fußballdasein als Ersatzspieler fristet. Duisburg im sehr gewöhnungsbedürftigen Auswärtsgrün ist von Beginn an die bessere Mannschaft, was auch daran liegt, dass Frankfurt offenbar schon in Urlaubsstimmung ist. Und deshalb steht es nach 10 Minuten auch mal gleich 0:1 durch Yilmaz. Der gehört zu des Trainers Stammbesetzung, aber er profitiert auch von Frankfurts grober Nachlässigkeit in der Defensive. Und Duisburg bekommt jetzt Spaß am Spiel mit einem wehrlosen Gegner. Über drei Stationen. Von Yeldell über Schäffler, dann Yilmaz. 0:2. Da sind noch nicht mal 25 Minuten gespielt. Die Gastgeber ja erstmals seit Jahren frühzeitig gerettet, offenbar aber ohne jegliches Interesse, Werbung in eigener Sache für die kommende Spielzeit zu betreiben. Anders ist diese Behäbigkeit und Lustlosigkeit nicht zu erklären. Dabei kann der FSV durchaus gut spielen. Mölders mit 15 Saisontreffern, Frankfurts Bester an die Latte. Eine halbe Stunde gespielt, die erste wirklich gute Szene. Kurz vor dem Wechsel noch eine Gelegenheit für den Pokalfinalisten, die noch mal deutlich zeigt, dass Duisburg will und Frankfurt nicht. Chance für Şahan. Aber es bleibt bei diesem 0:2 zur Pause. Čačić ist nicht nur freundlich, er ist auch zufrieden. Anschließend wird Frankfurt etwas besser. Das ist Jasula. Dann Njai. Schön gemacht. Gute Parade auch von Yeldell. Und der erste Eindruck wird gleich täuschen. Denn Njai steht nicht im Abseits. Ein Extralob an das junge Schiedsrichtergespann um Harm Osmas. Dagegen ist FSV-Trainer Boysen verärgert, aber das liegt an seinem Team, das viel zu selten Duisburg wirklich unter Druck setzt. So wie hier durch den eingewechselten Sidima, dessen Ball Şukalo noch von der Linie kratzt. Eine ansonsten unfassbar langweilige zweite Halbzeit wird erst gegen Ende wieder interessant, als es für die Gästespieler offensichtlich um die Personalbewerbungen fürs Pokalfinale geht. Banovic, 0:3. Nach Vorarbeit von Schach. Und nun kommt es für Frankfurt noch ganz dicke. Der eingewechselte Ex-Lager, auch er einer der Jungen. Schäffler zum 0:4. Den Personalsorgen zum Trotz schießen sich die Duisburger warm fürs Endspiel in Berlin. Jeder Spieler weiß auch, wenn er zwei, drei schlechte Spiele macht, dass er dann vielleicht im Endspiel vielleicht nicht spielt. Das heißt, die Konkurrenz ist enorm groß, auch wenn wir ein Verletzungspech haben mit unseren verletzten Spielern. Aber wie gesagt, jeder möchte unbedingt am 21. Mai spielen. Drei Wochen noch, dann steigt das Spiel. Das